Hallo, willkommen zu einem neuen Video aus der kleinen Werkstatt. Im letzten Video, da habe ich mir ja so eine Dübelvorrichtung gemacht, also zum Dübelbohren. Jetzt, ja, es ist die da. Ja gut, mir haben jetzt viele angeschrieben, dass ja viel zu kompliziert oder zu aufwendig. Ja, im Nachhinein muss ich Ihnen fast recht geben. Ich hätte mir einige Teile sparen können. Also ich hätte jetzt zum Beispiel die Nutten nicht fräsen müssen. Oder ja, die Anschläge da hätte ich auch nicht hinmachen müssen, hätte mir alles sparen können. Oder die seitlichen Leistenführungen hätte ich auch nicht braucht. Wichtig ist nur, dass das Mittelteil spielfrei zum Verschieben ist. Aber jetzt ist ja so, wie es ist. Die ist fertig, jetzt habe ich es so gemacht. Okay, wäre natürlich auch einfacher gegangen. Aber nachher ist man immer kluger oder klüger. Und ich habe mir dazu den Einspannwinkel gemacht gehabt. Und den Einspannwinkel, also den finde ich genial. Und ich möchte mir den jetzt umbauen. Also der ist ja vielseitig verwendbar. Und den möchte ich mir jetzt noch erweitern, dass ich mit dem auch Fingerzicken fräsen kann. Besser gesagt, ich habe es schon gemacht. Ich habe es schon gefräst. Ja, damit kann ich dann Fingerzinken fräsen. Ja, ich möchte es nicht sagen, aber ich glaube in Rekordzeit. Also ich habe da schon den Rahmen da gemacht. Und ja, ich glaube die vier Seiten sind innerhalb 5 Minuten habe ich die verzinkt gehabt. Also mit Fingerzinken. Und die passen perfekt. Also ich finde, das sind perfekte Zinken. Und das in Rekordzeit. Und wie ich den jetzt erweitert habe und ja, den Rahmen gemacht habe, die Zinken gefräst habe, das seht ihr jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch noch viel Spaß dabei und wir legen gleich los. Ich schneide mir jetzt zuerst aus einer 6,5 mm dicken Multiplexplatte, schneide mir jetzt ein Stück runter und das mache ich jetzt so lang, dass das von meinem Anschlag hinten und bis zu meiner Schlossschraube geht, dass es da unten zwischen reingeht. Ich habe jetzt da 45 cm. Mache ich die jetzt breit in der Tiefe. Also meine Vorrichtung, die hat 30 cm. Ich lasse hinten 2 cm überstehen und vorne 10 cm. Also brauche ich 42 cm. 45 auf 42, genau. Und dann schneide ich mir aus einer 12 mm Multiplex lauter 16 mm Streifen. Hier meine Grundplatte geschnitten und so 16 mm Streifen. Ich habe jetzt immer die Hälfte habe ich 32 cm lang und die andere Hälfte 22 cm. Und die teile ich jetzt immer so auf, also abwechselnd über die ganze Breite von meinem Grundbrett. Die erste lange Leiste, die klebe ich mir außen bündig, also vorne Vorderkante bündig und seitlich bündig. Da tue ich mir ein bisschen herleimen und ja, da mache ich von unten ein paar Schrauben rein. Da brauche ich es nicht so lange zwingen und warten, bis der Leim hart ist. Und eine Leiste, die ist so lang wie mein Grundbrett breit ist, die kommt dann hinten als Anschlag her. Die wird auch geleimt und verschraubt. Da bohre ich mir zuerst ein paar Löcher vor.
Ja, meine Anschlagleisten habe ich jetzt drauf. Ich leime mir jetzt immer eine kurze Leiste, so abwechselnd, und eine lange Leiste. Leime ich mir jetzt immer die ganze Fläche, so viel ich halt habe, durch. Und bloß ein bisschen schneller arbeiten, sonst lasse ich gleich so rauslaufen. Na komm. Ja, ich habe mir da bloß so kleine 16 mm breite, ja, so kleine Stücke geschnitten, die mache ich bloß vorne rein. Aber zuerst ein bisschen zusammenzwingen. Gut, das lassen wir jetzt trocknen. Ja, ich habe mir jetzt hier noch zwei Holzstücke geschnitten. Die untere Platte, ja, das ist ein 21 mm Multiplex, also 21 mm dick. Ja, oben habe ich 18 mm. Und ja, warum die untere 21? Weil ja, die meisten ja, so Fichtenbretter oder Kiefernbretter vom Baumarkt, die haben ja 18 mm Stärke. Dann habe ich jetzt, ja, kann ich mein ein Brett anstehen lassen, dann steht mir bei 21 das zweite Brett auch noch an. Also es rutscht dann nicht drüber. Da kommt dann noch das dritte und vierte Brett drüber, also das ich dann fräsen will oder wo ich Zinken fräsen will. Das geht mir dann drüber zum Anschlag. Ich mache mir erst das eine Brett, kommt so drüber. Ja, meine Zinken haben ja eine Breite von 16 mm. Ich muss mir das jetzt von der Vorderkante aus 16 mm zurückstehen lassen. Das tue ich dann so drauf leimen und schrauben. Aber zuerst mache ich mir hinten zwei ja, so Langschlitze wieder rein. Die mache ich jetzt von oben nach unten. Das hängt da schon wieder. Ja, 3 cm gehe ich rein, links und rechts. Und von vorne, ja, da fangen sie an bei 90. Und ich gehe rüber bis 70. Da bauen wir zuerst wieder 8 mm Löcher durch. Ich werde mir bloß bei den 8 mm die Kanten wieder verbinden. Und das fräse ich dann fräsen. Das schneide ich mit der Dekupiersäge wieder aus. Ich habe jetzt hier meine zwei Langschlitze oder Langlöcher rausgeschnitten.
geschnitten. Das ist einmal Einspannwinkel. Ich möchte mir das Brett ja so hermachen, dass ich es verschieben kann. Ich baue mir jetzt hier wieder bei meinem Winkel unten wieder ein Loch durch für 8 mm M8er Schlossschraube, dass ich dann wieder hier meinen Anschlag versetzen kann. Ich gehe jetzt von vorne wieder rein, auch 3 cm. Jo, das passt. Gut, ja, jetzt ist meine Zinkenfressvorrichtung auch schon fast fertig. Ich hoffe, das andere ist jetzt alles trocken, der Leim ist hart, noch ein bisschen schleifen. Ich muss mir natürlich jetzt bei meiner Zinkenschablone innen drinnen, also bei der unteren Platte,
Ja, das noch frei fräsen. Das mache ich mit dem Bündigfräser. So habe ich gemerkt, ich habe gar keinen Bündigfräser, da wo der Laufring dann oben läuft. Also bei meinem Fräser ist jetzt der Ring, der läuft jetzt unten. Ich kann jetzt zwar die Schablone fertig machen, aber ich kann jetzt keine Verzinkung nicht fräsen. Für die Vorrichtung brauche ich natürlich einen Fräser mit der oben laufenden Rolle. Ich spanne mir jetzt meine Vorrichtung, muss man die natürlich andersrum einspannen. Mehr muss ich jetzt zum Fertigmachen jetzt von hinten fräsen. Da muss ich schauen, ob ich im Internet einen kriege. Baumärkte haben ja zu. Und fräsen hört jetzt vorerst mal so raus. Ja, meine Zinkenfräsvorrichtung ist jetzt fast fertig. Ich habe mir die jetzt in meinen Einspannwinkel so eingespannt. Ich möchte ja meine Zinken mit einem 12 mm Bündigfräser fräsen. Und die Hälfte ist dann 6 mm. Dass ich jetzt, wenn ich jetzt unten mein Holz einspanne, dass ich mit dem Fräser natürlich überall durchkomme, gehe jetzt mit meiner Vorrichtung 8 mm mache ich jetzt, dass ich 2 mm noch Spiel habe. Von der Vorderkante, das ist ja zugleich dann auch gleich mein Splitterschutz, bis um der Kante. Mit der Kante gehe ich jetzt 8 mm weiter zurück. Oder ich habe es ja schon eingespannt so. Also die Kante steht jetzt zu der Kante 8 mm weiter hinter. Ich habe jetzt hinten 2,5 cm Überstand. Ich habe mir jetzt so eine Leiste geschnitten. Die mache ich jetzt bloß unten her noch. Unten rein als Anschlag, dass ich, wenn ich meine Schablone reinschiebe, habe ich immer vorne den gleichen Abstand, dann brauche ich nicht immer extra, also jedes Mal einstellen. Gut. Ja, meine Fingerzinken Fräsvorrichtung wäre jetzt fertig. Ich wollte jetzt auch mal eine Fräsung machen oder Fingerzinken fräsen. Und so wie meine Vorrichtung jetzt hier ist, wäre es eigentlich gedacht für eine Oberfräse. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich habe für meine Oberfräse keinen Bündigfräser mit am Schaft laufenden Ring. Für die Vorrichtung, ja, da braucht man so einen Fräser. Zeig dir mal, ja, da wo der Ring quasi vorne am Schaft läuft. Jetzt habe ich aber nur einen Fräser mit 6,35 mm Schaft. Und für meine Oberfräse habe ich keinen halt so Einsatzlicht. Also nur für 8 mm. Aber ich habe einen Einsatz für meine Tischfräse, also für die Tritonfräse. Da habe ich einen Einsatz drin mit 6,35 mm. Ja, da kann ich dann die einspannen. Und ich kann natürlich jetzt mit der Vorrichtung auch Fingerzinken an der Tischfräse fräsen. Ja, wenn ich natürlich die Zinken an der Tischfräse fräsen möchte, stört mich natürlich jetzt der Spannbalken da hinten. Den muss ich natürlich wegmachen.
Weil ich muss ja dann mit dem Grund, dass er auf der Tischplatte dann fahren. Da stört mich der natürlich. Ausmachen. Na wissen. Ja, ich weiß, mir an der Zinkenschablone habe ich mir jetzt noch vier Löcher bohrt. Die schraube ich jetzt auf meinen Einspannwinkel fest. Soll ja nicht verrutschen. Gut. Ja, jetzt können wir ans Holz einspannen und dann können wir schon mal eine Probefräsung machen. Ja, ich habe mir jetzt hier noch so Kiefernbretter geschnitten. Das ist 18 mm dick. Und ja, ich möchte jetzt die mit meiner Vorrichtung probieren, mit Fingerzinken zu verbinden. Ja, das wird gleichzeitig, mache ich nochmal so ein kleines Aufbewahrungsregal mit den Gläsern unten drin. Da habe ich auch schon mal eins gemacht. Könnt ihr mal in die Playlist reinschauen, da ist das drin. Und dasselbe, oder ja, ein bisschen kleiner, möchte ich mir jetzt auch die Bretter gleich machen. Ich könnte es natürlich auch wieder einfach stumpf verschrauben, aber ich möchte jetzt meine Zinkenschablone ausprobieren, ob es funktioniert. Und wie ich die jetzt einspanne, zeige ich euch jetzt. Ja, ich drehe mir jetzt bloß meine Vorrichtung einmal umdrehen. So wäre hier mein Anschlagplatz. Ja, mein Anschlagteil. Ich nehme jetzt bloß einmal ein Brett, stelle mir das da hinten rein auf meine Zinkenschablone unten drauf. Jetzt sieht man schlecht. Ein bisschen leer. Jetzt sieht man, es stört der Anschlagplatz. Ja, ich mache mir jetzt. Ich tue mir das eine Brett bei meinen Zinken ausmitteln. Ja, das ist jetzt ein bisschen breiter. Also, ich lasse das jetzt so, bei meinen Zinken links und rechts ein bisschen überstehen, also gleichmäßig. Also, es geht jetzt nicht ganz genau auf einen Millimeter oder auf einen Zehntel Millimeter. Nur, dass er mittig drauf ist. Also ich habe jetzt überall bei einem Zinken links und rechts den gleichen Überstand. Hier hinten. Ich mache jetzt bloß ich lasse jetzt meinen Anschlag hier anstehen. Dürfte so gleich sein, ja. Bloß festmachen hinten. So habe ich das schon eingestellt. Ja, das kann ich hier meine Bretter einspannen. Also ich fräse jetzt nicht immer nur ein Brett, sondern ich mache gleich alle vier auf einmal. Also ich nehme jetzt zuerst die kurzen Seiten. Ich habe jetzt hier meinen Anschlag. Das Anschlagbrett ist ein bisschen stärker oder dicker als mein Werkstück. Und da kann ich das zweite dann lasse ich wieder unten aufliegen und schieb's bis zum Anschlag. Das zweite Anschlagbrett, das ist jetzt 16 mm steht das weiter rüber. Also ist ja weiter nach links. Das ist auch die Dicke von meinen Zinken dann. Nehme ich bloß die anderen Bretter, die lasse ich jetzt wieder unten aufstehen und lasse jetzt an der Schablone an dem seitlichen Anschlag anstehen wieder. Das zweite auch. So passt das. Ja, und jetzt kann ich unten mein
Spannbalken oder Spannbrett festmachen, links und rechts, dass die gut eingespannt sind. So. Und jetzt kann ich schon die ersten Zinken fräsen. Ich habe jetzt hier meinen 12 mm Bündigfräser drin mit Kugellager am Schaft. Ich fahre mir jetzt bloß mal zwischen zwei Zinken. Stell mir jetzt, ich habe da so ein Reststück, das ist auch 18 mm dick. Stelle jetzt bloß mal Höhe ein. Ja, ich gehe jetzt ja, so bis so ganz leicht höher als mein Werkstück ist. Weil wenn ich dann die Zinken zusammen mache, dann ja, Zinken lasse ich dann leichter abschleifen, als wenn ich dann die ganze Seite schleifen muss. Lieber stehen die Zinken leicht über. Das passt so. Festmachen. Ja, dann können wir schon rausfräsen. Machen wir mal eine Testfräsung. Ersten Zinken habe ich jetzt gefräst. Bevor ich es jetzt andersrum einspanne, mache ich mir auf einer Seite zuerst mal das Schreinerdreieck drauf, dass ich es dann wieder richtig zusammen habe. Weil wenn ich es nicht ganz genau ausgemittelt habe bei den Zinken unten, dann macht das nichts. Also die vorderen sind ja die Langteile, die stehenden. Und hinten sind die Querteile. Wenn wir es nicht verdrehen. Ich spanne mir die jetzt nur aus. Ja, die lasse ich jetzt so. Drehen wir die jetzt bloß so um. Wieder am Anschlag anstehen lassen.
können wir schon die zweite Seite fräsen. Ja, ich wollte jetzt gerade die zweite Seite fräsen, an der Tischfräse. Ja, das ist gerade Bosch gekommen. Jetzt habe ich meinen 12 mm bündig Fräser gekriegt mit einem 8 mm Schaft. Der ist jetzt heute gekommen. Ja, zuerst hat es geheißen, der kommt Samstag. Ja, jetzt können wir die zweite Seite mal mit der Oberfräse fräsen. Ich tue jetzt meinen Einspannwinkel bloß umdrehen. Gehe wieder über die Werkbank. Nein, ich muss man jetzt auf einer Seite ein bisschen festzwingen. Ich habe keine Werkbank, wo man irgendwas einspannen kann. Wer natürlich eine Werkbank hat, mit Spannhaken oder was, kann die Vorrichtung einspannen, ist natürlich einfacher. Ich muss jetzt mit Zwingen festmachen. Ja, meine Teile habe ich ja noch eingespannt. Ich habe jetzt meinen Fräser schon reingemacht. Das ist jetzt auch wieder so ein bündig Fräser mit Kugellager am Schaft. Ich habe die Höhe schon aufs Werkstück eingestellt, also die 18 mm ein bisschen mehr, dass die Zinken ein bisschen überstehen. Probieren wir jetzt mal, wie es mit der Oberfräse funktioniert. Schauen wir mal, die Fingerzicken passen. Ich habe es noch gar nicht probiert. Mal schauen, was wir es richtig zusammenkriegen. Das ist das obere. Ja, so sehen jetzt die Fingerzinken aus. Hat noch gar nicht zusammen. Also ich finde, die passen perfekt.
Sieht man es, ja. Ja, die Weine erst dann noch verleimt sind und ein bisschen verschliffen, dann ist das fast eigentlich fast kein Spiel, ne? Also sieht man fast keine Schlitze dazwischen. Gut, die Zicken stehen jetzt ein bisschen über, die kann man dann abschleifen. Ja, auch, ja. Na, ich glaube, das Seitenstück ist ein bisschen stärker als das obere. Aber die Zinken passen jetzt perfekt und ich habe jetzt die mit zwei Fräsvorgängen habe ich eigentlich den ganzen Rahmen gemacht. Schau, ob die anderen auch passen. Jo. Ein bisschen herholen. Ja, das sind jetzt also ich finde, das sind perfekte Fingerzinken. Da ist ganz, ganz leicht, diese ganz kleine Luft drin. Aber wie gesagt, wenn der Leim drin ist, braucht ihr auch ein bisschen Platz. Ideal. Ja, das war's jetzt wieder mit meiner Fingerzinken-Fräsvorrichtung. Also ich muss sagen, also ich habe den Rahmen, ich glaube, also in 5 Minuten ja, habe ich einen ganzen Rahmen gefräst oder die Zinken für einen ganzen Rahmen. Also ja, ruckzuck sind die Zinken gefräst. Also ich brauche nicht die Bretter einzeln einspannen. Ich habe nur zwei Fräsvorgänge. Ich muss meine Vorrichtung nicht irgendwie umbauen oder was, brauche nur die Bretter umspannen. Und so habe ich dann ja, ruckzuck also so Fingerzinken gefräst. Gut, meine Fingerzinken, die sind jetzt 16 mm dick. Vielleicht mache ich mir nochmal die gleiche Schablone da oben. Ja, vielleicht mit 12 mm oder 13 mm. Wenn ich mal schmälere Bretter habe, dann ja, sind schmälere oder kleinere Zinken auch wieder schöner. Aber jetzt mit so 18 mm dicke Bretter sind die ideal, finde ich. Und die sind jetzt ruckzuck gemacht und ich finde, also meiner Meinung nach, die passen perfekt. Also ich glaube, besser kriegt man die nicht mehr hin. Ich habe jetzt bei meiner Vorrichtung auf Anhieb hat das funktioniert. Also ich habe jetzt noch nichts irgendwie nacharbeiten müssen. Und die sind jetzt nicht zu locker und auch nicht zu streng. Also ideal, wie sie eigentlich sein sollen. Also ja, ich bin echt überrascht, wie das funktioniert hat. Ja, mal schauen. Wenn ich natürlich jetzt kleinere, ja, die Schablone mit kleineren Zinken mache, dann muss ich natürlich den unteren Anschlag, da habe ich auch das Anschlagbrett 16 mm zurückversetzt, das muss ich natürlich dann auch anpassen auf die Zinken dann wieder. Müsste ja die zwei Teile neu machen, aber die sind ja ziemlich schnell gemacht. Ja, ich kann jetzt die Zinken natürlich ab 10 mit der Oberfräse fräsen oder mit der Tischfräse. Funktioniert beides gleich gut. Schauen wir, wie oft wir es da brauchen. Ja, ich denke mir, ich werde zwischendurch schon mal was verzinken. Man hätte es natürlich auch wieder verschrauben können, aber so eine Fingerzinkung oder ja, Schwalbenschwanz wäre noch schöner. Vielleicht mache ich mir auch noch mal eine Vorrichtung zum Schwalbenschwanz fräsen. Aber jetzt vorher streicht es mit den Fingerzinken. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder zu meinem nächsten Video.